So, Leute, das hier ist der Creeper-Häcksler. Da kommt schon der nächste rein. Bam! Richtig weggefetzt. So muss das laufen. Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Create Live. Und heute Abend gibt es auch wieder einen Livestream auf Twitch. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut vorbei. Link dazu gibt man in der Videobeschreibung. Gegen 19 Uhr plus minus geht's dann wieder los. Und heute in diesem Video werden wir endlich die Gunpowder Farm fertig machen. Wir werden einen richtigen Creeper-Häcksler machen, der richtig rasiert und häckselt. Genauso muss es sein. Und wie das geht, das seht ihr jetzt in diesem Video. Wieder ordentlich viel Arbeit in dieser Folge drin. Und ja, falls ihr keine weiteren von den Folgen mehr verpassen wollt von diesem Projekt, würde es mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren. Dann landet ihr in der Abo-Box, dann kriegt ihr mal sofort Bescheid und gerne die Nachrichten einschalten. Dann klappt das alles. Und ja, würde mich echt freuen. Vielen Dank, wenn ihr dran denkt. Jetzt geht's los mit dem Video und viel Spaß. So Leute, ich habe da mal ein bisschen weiter gebaut, oben an unserem richtig schönen Turm. Ich habe endlich alle Katzen reingetütet. Und es ist soweit, wir können den Häcksler machen. Ich habe auch schon die Sammelstation gemacht. Einfach eine Ebene, wo von außen Wasser in die Mitte fließt, da sind Fans, da geht's runter. Und das zeige ich euch gleich. Ich habe mal sämtliche Sachen geholt, die wir jetzt für den Häcksler brauchen. Und ich dachte, das wäre natürlich wieder folgenrelevant. Es hat nochmal um die 2 Stunden gedauert, bis zu dem Punkt. Wie lange ist es jetzt? 2 Stunden, 16 Minuten. Bis ich jetzt überhaupt so weit bin, erneut nochmal, um hier voranzukommen. Wir brauchen gleich noch ein großes Zahn, auch für den Speed-Controller. Ich habe einen richtig schönen, Mixer gebaut. Einen richtig, richtig, richtig schönen Mixer. Der wird euch gefallen. Er ist absolut skurril. Und ich glaube, das werdet ihr feiern. So. Symmetry Tool werden wir gleich beim Bauen auch nutzen können. Für die Glaswand außenrum. Aber erstmal für den. Ja, den können wir nehmen. Und wir müssen gucken, wo wir uns die Energie herzapfen. Ich habe überlegt, vielleicht sogar eine Windmühle reinzubauen. Also, dass das Sägeblatt selbst eine Windmühle ist. Dass wir von nirgends Energie herziehen müssen. Aber ganz ehrlich, es ist schön, wenn man das Ding hochdrehen kann. Gut. Dann einmal ganz kurz zum Zeigen, damit ihr gesehen habt, was sehen könnt, was wir machen. Ich habe in einer wahren Tortur also erstmal sämtliche Katzen in die reingezogen. Die Etagen sind noch ausgeleuchtet. Wir werden das am Ende so machen. Wenn alles steht plus die Killstation, gehe ich hier ran, mache oben Deckel drauf, mache hier die Leitern ab plus auch die Blockreihe, setze Falltüren an die Trapdoors an die Stelle dahinter und gehe dann in jede Etage und mache die Torches weg. Und ja, dann sollten dann die Creeper spawnen. Aber ich nicht von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Ich glaube, weil ich muss ja hier die Blöcke abbauen und dann von unten nach oben. Das macht irgendwie keinen Sinn. Von oben nach unten, dann werde ich halt ganz kurz fallende Creeper aushalten, hoffe ich mal. Und ja, hier werden die gesammelt. Mitte getrieben. Und that's it. Und jetzt müssen wir nochmal gucken. Eventuell, wir machen jetzt eine weitere Etage drunter. Hier wird jetzt der Mixer reinkommen. Und ich würde sagen, auch hier sind wir so. Wie hoch ist die Deckenhöhe hier? 3 Blöcke, würde ich sagen. 3 Blöcke oder 4 Blöcke? 3 Blöcke. Machen wir mal 3 Blöcke. Wir brauchen ja nicht wirklich mehr. Also würde ich sagen, nee, irgendwo hier so. Gucken wir gleich mal. Eisenblöcke gesetzt. Jetzt habe ich eine Deckenhöhe von, ja, 2 ist zu viel, zu wenig. So, hier kommt jetzt ein Fußboden rein. Ich befürchte, ich habe schon wieder viel zu wenig Eisen. Also, ja, Fußbodenbau incoming. Ich kann mir hier den Dings zur Hilfe holen, den Staff of Symmetry. Wenn ich genau hier jetzt in die Mitte gehe, mal wieder einmal da zentriert und hier zentriert, Staff of Symmetry setzen. Jetzt kann ich hier natürlich mit, ne, wisst Bescheid, ziemlich fix, kein Eisen mehr, ziemlich fix kann ich mir jetzt hier lang bauen. Ich habe auch noch Eisen im Inventar. Ich hoffe, ich kann noch Blöcke jetzt craften. Ich habe die eigentlich gemacht, damit ich mir jetzt die Sägen auch craften kann. Hier, die Mechanical Source. Ich brauche 12 Stück. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. So, mit dem restlichen Eisen, genau, könnte ich mir jetzt hier diese Spezialeisenblöcke machen. Will ich das schon wieder am Saufen gerade. Ja. Der ist fein am Arbeiten, das ist super. Okay, das sollte jetzt aber reichen. Der Staff of Symmetry ist so genial fürs Bauen. Man kann ihn so vielen Sachen anwenden, auch wenn man irgendwo eine Wand abbaut. Dann kannst du ihn in die Mitte einfach setzen. Und es läuft einwandfrei. Echt super. So machen wir das. Dann auch hier wieder, da wieder, da wieder. Man kann wunderbare Mandalas damit malen. Einfach, weil der so gut funktioniert. So, mit farbigen Terracotta oder sonst irgendwas. War es schon wieder alle Leute? Egal, das für den Anfang reicht's. Wir können den Rest, die Lücken stopfe ich dann später. Also, dann Staff of Symmetry weg damit. Cooles, wirklich cooles Tool. Und dann in der Mitte machen wir jetzt hier ein Mechanical Bearing hin. Hier ist die Mitte und hier ist die Mitte. Boom, hier kommt's hin. Die Creeper stehen jetzt auf diesem Boden und der Boden wird genauso hier außenrum noch aus Hoppern gemacht. Geht leider nicht anders. Und dann brauchen wir ein. Ja.
Der nächste Block fehlt. Ein Radial Chassis brauchen wir noch. Und jetzt halt die Frage, wie groß machen wir das Ding? Fallen Creeper oben drauf? Ja, ist aber nicht schlimm, weil es eh zu Entity wird. Ich würde sagen, wir machen nochmal ebenfalls erneut Staff of Symmetry. Hauen wir hier drauf. Und jetzt kann ich hier rangehen und schau dich mal schnell, wie schnell wir jetzt hier die Glaswand außen rum bauen. Bin ich hier richtig? Naja, streng genommen ja, aber ich würde es nochmal eins extra nach außen schieben, weil ansonsten kann man ja von unten nichts sehen mit diesem Bohrer. Der hat ja dann absolut keine Reichweite, oder? Boah, ich würde den gerne noch größer bauen. Wir machen den noch größer. Wir machen den so groß hier. So, wir machen den einfach so groß. Ich möchte, dass der 3 Blöcke lang ist. So, dann einmal da lang. Stimme ich mich schon wieder ab. Moment. Okay, wieder da. Dann einmal hier so zubauen, würde ich sagen. Mann! Frustriert irgendwie. Ich brauche immer neues Glas. Ich kann gleich direkt nochmal neue Eisenblöcke auch mitnehmen für den Boden. Du läufst einen Schritt zurück und fällst die einfach direkt senkrecht runter. Frustrierend. Da wir Eisen auf Doom haben, ich schmeiß mal kurz die Iron Sheets weg, ganz ehrlich. Weg damit, dann Eisen Ingots und dann kann ich hier wieder neue Blöcke machen und die reichen jetzt aber auf jeden Fall für was auch immer wir brauchen und dann brauche ich mal neues Glas, gibt's da vorne. Holen wir uns direkt auch mit. Also ich habe schon mal eine Testwelt gemacht und ja, ich wollte den schon so groß machen. Gut, dann einmal wieder hochgehen. Irgendwie hätte ich gerne einen direkteren Weg. Ich muss mal hier außen rumlatschen. Hold on. Und dann packen wir das jetzt einmal voll. Auch mit der Glaswand und allem. Dü-dü-dü. Und dann ist die Geschichte gleich am Häckseln. So. So viel Glas brauchen wir. Also genau, wenn ich jetzt übrigens hier rein will, ich mache mal so, dass ich es von innen die letzten Blöcke setze. Dann baue ich hier den ab. So, und jetzt kann ich einfach mal hier rein rausgehen. Oh nein. Ich will doch noch hier in der Ecke den machen. So, jetzt können wir abbauen. Okay. Ja, dann brauchen wir das entsprechende Radial Chassis. Das soll ich auch mal ganz fixen. Okay, wieder zurück. Also, Radial Chassis drauf und Schleim dran. Ich würde mal den Boden direkt machen mit Hoppern. Und die Frage war jetzt, wo setze ich den Output? Hier unten kommt ja der Energie, also die Stress Units rein. Das heißt, hier kann ich keinen Hopper setzen, der gerade runter geht. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das hier auf die Seite zu machen, weil dort drüben ist ja dann die Sugarcane-Fabrik. Oder würde ich halt daneben setzen, ne, damit sich das hier irgendwie sinnvollerweise angleicht. So, dann, ich habe hier eine Menge Hopper dabei. Die packen wir einfach mal da rein. Auch von dieser Seite. Da mal, okay. Jetzt können wir Linearas vorplatzieren. Und dann kommt da die Kettensäge drauf. Wir haben sie liebevoll der Hackfleisch, hast du nicht Saga genannt? Ja, ich weiß jetzt nicht unbedingt neu, aber vielleicht ein passender Nickname. Weil sie wird nämlich eine ähnliche Wirkung entfalten. Alles, was hier reinfällt, wird garantiert zu Hackfleisch. So, und alles, was hier reinfällt, landet auch hier vorne im Hopper drin. Das heißt, da kann ich es immer rausholen. Gut. Oder ich werde sie einfach nur mit dem Schild 500 Gramm Met benennen oder irgendwie sowas. So. Ja, dann einmal nach hinten. Und irgendwie jetzt hier schön verbinden. Ich versuche auch, dass die Hopper eine möglichst kurze Strecke haben, dass die alle linear nach da vorne zeigen. Und nein. Fast. Zum Glück habe ich ein paar mehr gemacht. Und hier drüben auf dieser Seite auch. Dann kommen jetzt gleich die Sägeblätter dran. Und die Säge soll auch gar keine Items einsammeln in sich selbst. Die Items sollen einfach bunten durch damit eingesammelt. Das ist schon okay. Ich glaube, die Säge sammelt sowieso nur Holz ein. Also Mobdrops würde die auch gar nicht einsaugen, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die bleiben liegen, oder? Oder könnten wir das machen? Nee, Hopper reichen. Komm, Hopper passen. Ich war mir nicht ganz sicher. Wir hatten ja mal bei der Blaze Farm geguckt im Nether, aber weil Blaze Rods Player Only Drops sind, kann eine Säge die nicht weghäckseln. Aber die Creeper sind ja keine Player Only Drops mehr. Ist ja die andere Sache. Und da sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Und oh, übrigens, ich muss hier mal reingehen und die Range von den Teilen auf 3 setzen, damit sich nicht gleich das Glas mitdreht, ne?
So, und jetzt nochmal die andere Frage. In welche Richtung dreht sich das Ding? Ich glaube, es dreht sich links rum, oder? Es müsste sich links rum drehen. Hoffen wir es mal. Wenn es das nicht tut, dann wird es dennoch funktionieren. Aber ich glaube, es dreht sich links rum. Da ist die Säge. Das heißt, wir machen... In der Testwelt war es zumindest so. Nee, jetzt ist alles reingefallen. Zum Glück weiß ich, wo ich gucken muss. So, nächster Versuch. Okay, dann Säge, Säge, Säge. Block, Block, Block. Säge, Säge, Säge. Block, Block, Block. Säge, Säge, Säge. Block, Block, Block. Es ist unnötig. Drei Sägen würden reichen. Aber 12 sind cooler. 3 reichen, aber 12 sind cooler. So. Ja. Das Einzige, was jetzt fehlt, ist, ich muss von unten Stress-Units dran leiten. Also einmal Saft. Und dann war's das. Einfach Strom dran, das Ding dreht sich und ich kann die Farm einschalten. Ja, und dann mal gucken, ne? Hier geht dann die Items runter und vielleicht kann man die irgendwie dann ja, mit einem Export runter droppen lassen oder so. Ich kann ja aus diesem Hopper einen Export setzen, der die nach unten auf dem Förderband droppt oder irgendwie auch nur so runterfallen ist auf dem Förderband, dann geht das hier raus und keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Dann würde ich hier so einen Tunnel einfach machen. Wir können so einen kleinen Glastunnel machen. Ja. Und dort geht es dann hier raus irgendwie und hier wird dann gecraftet oder sowas. Mal gucken. Oder, ja, keine Ahnung, wie ich es mache. Weiß ich noch nicht. Zeigt sich gleich. Okay, aber soviel zum Zwischenstand und ich zeige euch dann gleich mal, wenn die Farm Betrieb ist. Wir legen Strom dran, schalten sie ein, lassen die Creeper runterfallen und dann regnet es. Gunpowder. Let's go. So, Leute, es ist soweit. Zunächst mal einmal zur Demonstration. Die Säge dreht sich. Ich habe es angeschlossen. Und wir haben jetzt die feierliche Aufgabe. Ja, nochmal neues Glas zu holen. Ich habe die feierliche Aufgabe, jetzt oben die Creeper-Farm einzuschalten. Wir werden hochgehen von der obersten Etage, die Fackeln wegmachen und die letzten fehlenden Trapdoors machen und auch hier an der Seite die Dinge abbauen, wo ich gerade runtergehe. Ich hoffe mal, dass es reicht von der Menge. Ich glaube, ja, ich brauche 3 Trapdoors pro Ebene. Ich habe 15 Ebenen. Ich müsste hinkommen ungefähr. Ich hoffe, hoffentlich. Ich müsste hinkommen. So, ja, überall die Fackeln machen, aber das dauert auch wieder ein kleines Momentchen. Denke ich mal. Mal gucken, wie lange das dauert für eine Etage. Also, hier machen wir weg. Hier machen wir auch weg. Dann gehen wir hier rein. Hauen die Fackeln ab. Um die Etagen wirklich ready zu machen. Jetzt, während ich am Arbeiten bin, fahren auch die ganze Zeit des Mobs wahrscheinlich von oben schon runter. Ich hoffe mal, dass ich das gefahrlos überstehe. So. Dann müssen wir vor allen Dingen hier an den Seiten auch erstmal hier, Moment, die Leiter wegmachen, wo ich lang gehe. Genau, das heißt, wir bauen es jetzt hier so runter. Trapdoor dran. Trapdoor dran. Nächste Etage. Ich befürchte, die Creeper werden von oben kommen und mich zwischendrin noch ärgern. Tja. Gut, das machen wir jetzt für alle Etagen. Und dann regnet es Schießpulver. Ja, Leute. Ich bin alle durch alle Etagen durch. Die Farm funktioniert auch. Aber irgendwas scheint hier gehörig überhaupt nicht zu funktionieren. Die Creeper, die stehen sich alle drin dumm und dämlich, auch wenn die runterfallen. Die Säge ignoriert die komplett. Ich weiß nicht, was da los ist. Was ist denn da schon wieder los? Aber auch wenn die jetzt hoch und runter hüpfen, ne? Das ist nicht so, dass irgendwie die Hopper zu niedrig sind, weil ansonsten könnten... das kann nicht sein. Ich habe das getestet. Ich habe das literally getestet. Hier... Das kann nicht sein, Leute, Singleplayer. Ich hab's getestet. Ja, ich habe halt die Super Speed drin, ne? Das geht auch mit geringerer Speed. Ich mache jetzt mal 64, genau wie ich da hinten hatte. Oder ungefähr so. Und hier, Leute. Ich habe das getestet. Wenn hier ein Creeper reinfällt, ah, ich habe Peaceful gemacht, dann wird der hier durchgehäckselt des Todes. Das seht ihr ja. Der wird vernichtet. Aber bei mir die Creeper nicht. Und es hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, weil wenn ich jetzt hier mal runtergehe und extrem runterstelle, auf 3 oder so, selbst jetzt kriegen die ja Schaden hier. Immer wenn ein Sägeblatt durchgeht. Hier, pff, Damage. Sogar hier würden die durchgesägt und gekillt werden. Ich würde mal probieren, noch Half-Slaps über die Hopper zu setzen, um zu gucken, ob das wirklich an der Höhe liegt. Aber ansonsten kann ich es mir nicht erklären.
Das Teil dreht sich andersrum als das hier auf dem Server, aber ist ja egal, dafür sind die Sägeblätter auch andersrum. Ja, Leute, so läuft's. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich kann die Maschine gerne noch mal einen ausschalten auch. Dann müsste ich halt mal kurz hier ran. Ach! Nee, oh, jetzt suffocaten die. Wow. Wow. Ach! Erzähl mir doch keinen. Erzähl. Das geht schon wieder nicht. Hä? Okay, Leute, wir müssen da eine Glock einbauen, die das Sägeblatt die ganze Zeit ein- und ausschaltet. Damit wir einen richtigen Küchenmixer haben, der die ganze Zeit wirrt stehen bleibt und dann funktioniert's. Das ist leicht disappointing. Also hier fallen tatsächlich Creeper rein. Aber, ja. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Och nö. Kann ich nicht einfach Lagerfeuer nehmen? Ach, jetzt geht's auf einmal. Also ich könnte auch einfach Lagerfeuer nehmen, ne? Das ist halt einfach die andere Geschichte, aber irgendwie hat schon etwas bitteren Beigeschmack gerade. Gut, ich habe den Strom jetzt hier unten rumgeleitet. Der kommt hinten von der Dingensen hier. Von der Stange, die nach da hinten geht. Das ist aber nicht verkehrt, weil die Säge da hinten muss ich auch mal wieder gelegentlich neu starten. Das heißt, ich werde hier irgendwo wahrscheinlich eine kleine Glock einbauen, die eine Klatsch bepowert auf bleibt stehen, läuft wieder die ganze Zeit, sodass es halt ein bisschen ruckelig, ne? Aber scheint dann nicht zu funktionieren, wenn es durchläuft. Das packt sich manchmal einfach fest, dass Entis sich gerafft werden. Okay, wir haben übrigens gerade Nacht, das heißt, die Spawnrate ist niedriger, weil hier oben normale Vanilla-Mobs spawnen können. Ich gehe mal kurz pennen. Tagsüber sollte die Farm am effektivsten sein. Also nicht so, wie es bei den meisten in der Nacht so ist. Bei uns ist die Farm am effektivsten in der Regel am Tag, wenn alles hinhaut. So, das heißt, die Mobs verbrennen draußen und hier oben sammeln sich jetzt die Creeper und die ist drin. Es kommt auf den richtigen Abstand an und da ist auch schon wieder ein Creeper drin. Früher oder später sollte das halt hier laufen. Ja, dann pass auf, Leute. Glas fehlt noch. Zwei Glas, die packe ich da oben rein, dann passt das. Ich kann der Seite auch wieder mit Gras zubauen eigentlich. Das ist okay. Wir können auch hier ein Covered Shaft oder sowas nehmen, damit da nicht so ein Löchelchen ist, wo es durchguckt, sondern das alles passt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es an den Slabs liegt. Wir können das gerne nochmal testen, dauert ein Weilchen und dann lasst ihr euch wissen. Aber so viel erstmal zum Zwischenstand. Und dann machen wir jetzt gleich noch hier, wissen wir die. Wir können die Items mal in die Kiste fallen lassen oder so. Ich habe ja noch Hopper dabei. Ja, lass das von Anfang mal runterleiten. Da können wir die Drops rausziehen, aber bis gleich. So, Leute, ich hab's gefixt. Ich zeige euch gleich meinen Workaround. Zunächst mal, hier ist Stapel, jetzt keine Creeper mehr drin. Es dauert auch eine Weile, bis jetzt wieder was runterkommt. Ich habe mal gesammelt, 32 Gunpowder sind unten drin gewesen. Das reicht für 15 Stufe 2, 15 mal craften, mal 3 für 45 Raketen. Ich habe jetzt gerade 45 Raketen während der Zeit schon gesammelt. Und ich muss euch unbedingt einmal zeigen, komm schon, Creeper. Lass mal den Creeper runterfallen, werte Maschine. Die fallen einfach runter, können nicht gehäckselt werden, das Teil dreht sich. Und dann habe ich eine Glock eingebaut mit einem Stopp, den zeige ich gleich auch nochmal. Und dann, resettet sich das sozusagen und dann wird gehäckselt. Aber, ja, die Creeper prasseln jetzt hier nicht runter wie Regen und so, das ist nicht der Fall. Früher oder später kommt aber was und das würde ich dann, vorführen. Vielleicht kann da mal was runterkommen jetzt? Also es dauert aber ein klein wenig. Vor allem, wenn ich auch hier nah dran stehe, je weiter ich jetzt weggehe, umso mehr Creeper würden jetzt spawnen, wenn ich jetzt hier weglaufe, damit ich hier in dem Spawn-Area-Ding bin. Wir machen es einfach so, wir schauen hier unten rein, um zu bestätigen, ja, 4 Gunpowder. Ich habe eben gerade 32 rausgenommen, bevor ich hochgegangen bin. Und da ist wohl gerade wieder was durchgehäckselt, als ich eigentlich hingeguckt habe oder so. Das funktioniert. Ich zeig kurz die Glock. Also die werden safe gehäckselt, die bleiben kurz stehen, werden nicht gehäckselt. Dann restartet der Schredderer und wenn er restartet, dann werden sie wieder gehäckselt. Hier ist die Glock drin, ist einfach ein Item, was hin und her fliegt. Dann habe ich hier einen Redstone Comparator dran, einfach nur als Glock-Signal. Dann habe ich Adjustable Pulse Repeater, der alle 5 Sekunden das Signal einmal weiterleitet. Ja? Ich könnte es auch alle 3 Sekunden oder 4 oder alle 17 Ticks machen oder so, dann blickt das halt richtig. Erinnert mich irgendwie wie so die Flugzeugbeleuchtung, kann das sein? So, wenn du Flugzeuge siehst, im Dunkeln, blink, 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 blink. Egal. 5 Sekunden ist okay. So viele Creeper fallen da ja nicht rein. Und dann wird ganz kurz hier mit einer Klatsch, ihr seht, wie es hier vorne stehen bleibt, dieser Schaf bleibt kurz stehen. Und zack. Und dann dreht er sich wieder und damit wird das einmal resettet. Und dann
rafft die Säge, dass da ein Creeper ist, der umgesägt werden soll, und dann sägt sie endlich. Ich glaube, dass keine Teppiche oder Slabs noch irgendwie geholfen hätten. Das ist ein anderes Problem. Im Multiplayer ist es ja auch nochmal ein bisschen anders als im Singleplayer. Und ja. Gut, da habe ich das gezeigt. Wir schauen mal ganz kurz. Bitte lass dem Hopper was drin sein. Bitte lass dem Hopper was drin sein. Bitte, 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 bitte. 8 Gunpowder. Komm, Leute. Läuft. Ich habe eben gerade viel rausgemacht. Es war kein Cut dazwischen. Es funktioniert. Es funktioniert. Gunpowder vom Incoming. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt hier noch eine Sugarcane Farm daneben machen. Papierfarm draus machen. Dann Papier und Raketen im Autocrafting zusammencraften. Haben wir perfekt fertige Raketen in den Kisten. Ende. Fein. So, Leute. Ich habe eine andere Idee. Wir machen die Sugarcane Farm nicht hier vorne für Papier und sowas, sondern wir machen sie hier, wo ich jetzt gerade stehe. Und wir machen es auch kreisrund. A, wir können das Symmetrie-Tool nutzen, und B, diese Harvester, die können wir ganz entspannt auf so ein Radial-Chassis wieder draufballern mit einem Bearing, und dann dreht sich das im Kreis, und dann kann ich einfach hier die ganze Zeit im Kreis rund Sugarcane ernten, indem ich im Schachbrettmuster unten drunter Wasser setze. Ich glaube, das würde ganz nice aussehen. Na, zu viel abgebaut. Ich glaube, das würde echt nice aussehen. Ich mache es hier langsam mit dem Ding. So, ich habe jetzt einfach mal so geguckt, wie wir das machen könnten. Wir könnten von der Größe das vielleicht irgendwie so hinkriegen, noch einen kleinen Tacken größer. Ich habe gesagt, vom Radius her 3, 4, 5, 6, 7. Also etwa diese Größe können wir machen. Ja, dann gucken wir, dass wir einigermaßen ein rundes Gebäude hinkriegen. Auch hier 1, 2, 3, 4, 5, 7 Blöcke. Ja, und da müssen wir mal gucken. Aktuell sieht es noch aus wie eine Raute. Aber das wird sich wohl noch anpassen. Wir können ja sagen, hier machen wir einen hin, da einen hin und da einen hin oder so. Und jetzt können wir von oben drauf schauen. Das Feld sieht so aus. Irgendwie, warum passt das noch nicht so ganz immer mit dem... Ich habe das Gefühl, ist ja schön und gut, aber... So, jetzt vielleicht. Jay von oben. Ja. Jetzt haben wir ein perfektes oder fast perfektes Feld, wo das Ding da einmal entlang fährt. Dann muss ich alles mit Wasser füllen, würde ich sagen. Und Sugarcane rein und in der Mitte dann ein Mechanical Bearing wieder, von unten Strom ran. Und dann brauche ich noch ein bisschen was anderes, denn dieses Mal wird das nicht durch Hopper eingesammelt, sondern wir machen es wie mit den anderen Sachen auch. Wir brauchen... Ja, hier unten fehlt noch was. Wir brauchen ein Interface und wieder einen Transposer, der anhält, wenn Sugarcane geerntet wurde, mit einem Kissen, also ich wie beim Bohrer. Nur sozusagen eine Windmühle mit Harvestern, die auf dem Boden liegt und anhält wie beim Bohrer. Ich hoffe, das ist gut formuliert. Ja, dann hole ich jetzt gleich mal die Sachen. Ich fülle das Ganze mit Wasser auf und dann läuft das, denke ich. Das ist auch nichts Komplexes. Komplex wird dann eher das Gebäude wieder außenrum zu bauen. Aktuell sind die Gebäude die schwierigsten Sachen. So Leute, hier an der Stelle würde ich einen ganz kleinen Folgenschnitt machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, und morgen in der Folge werden wir die komplette Raketenfarm fertig bauen, dass wir endlich unendlich Raketen am Start haben und permanent rumfliegen können. Wäre doch geil. Bis dann, das Krachen. Ciao, ciao.